einen schnellen Switch. Wir sind im 18er Sektor abgekommen. Also alle unter 18 abschalten. Wir kommen jetzt zum Konsolengame des Monats. Es ist Dying Light. Ja, der Titel ist Programm. Wenn es Nacht wird in dem Zombiespiel, muss man sagen, wird es sehr, sehr gefährlich. Ja, also am Tag, oder? Wunderschöne Optik und man kann sich anschleichen und durchschleichen und genau schauen. Und es ist relativ einfach, wenn man natürlich nicht in die grosse Meute geht, weil das muss man wirklich sagen. Kommst du in eine Meute gegen andere Spiele gegenüber, ist es auch dann happig. Ja, außer man spielt Coop mit bis zu 4 Leuten, dann ist es natürlich etwas ein einfacher, weil alle rummetzeln. Aber es ist schon so, der Parkour-Aspekt, den das Spiel ja hat, dass man auf den Dächern rumklettert, der ist ganz klar im Vordergrund. Ja, also das muss man wissen, eben, wenn man es vergleicht mit alten Spielen von diesen Entwicklern. Dort war das Spielprinzip natürlich ganz anders gewesen, eben der Parkour-Aspekt ganz weit vorne. Hat mir sehr viel Laune gemacht, gibt ganz viele taktische Aspekte natürlich so. Genau, weil wenn man Lärm macht, weiss man ja aus der Zombie-Lehre, dass die kommen. Und auch wenn man da jetzt rumhüpft, dann gibt es so Punkte, die leise sind, wenn man drauf kommt, weil es eine Matte hat und so. Das haben sie alles eingebaut. Auch das ganze System mit dem Crafting, Waffen machen, das hat man dann wirklich von den Vorgängern übernommen. Mhm. Aber es macht auch Spass und es ist auch interessant, dass die Waffe kaputt gehen kann. Dann muss man wieder eine neue haben. Also, dann bist du immer auf der Suche nach Loot. Ganz genau. Loot ist wichtig und Loot ist in diesem Spiel hervorragend gemacht. Aber eben in der Nacht, da bin ich also schon ein paar Mal verschrocken. Hey, eigentlich muss man ja ganz am Anfang in der Nacht spielen. Das ist recht tough und wenn man es dann geschafft hat, für mich war dann ganz klar, ich gehe nicht mit Nacht, wenn ich nicht muss. Und habe immer, wenn das Spiel, wenn es da oben war, kommt ein Alarm und sagt, hey, geht doch in ein Safe House, wo wir sicher sind, bin ich geschlafen. Ja, so gehört es sich. In der Nacht, späte Nacht, genießen den Schlaf und das Spiel, wir haben es genossen. Peggy 18.